Das ist Frank Puritscher und das sein größter Schatz. Das sind Prototyp-Frisuren, die es so nie auf dem Markt gab, die im Prinzip eine ganz glatte Frisur haben, ohne einen Ring, wie man es von den normalen Figuren kennt. Die ehemaligen Kinderzimmer seiner erwachsenen Söhne sind vollgestopft mit Playmobil. Alles original verpackt und, wie die Sammler sagen, unbespielt. Wie hat es Frank Puritscher geschafft, seine Schätze vor gierigen Kinderhänden zu bewahren? Mein Spruch dazu ist immer, man muss die Löwen füttern, damit sie einen nicht fressen. Das heißt, die Jungs hatten immer Playmobil, die waren da immer gut mit versorgt und wussten dann auch, dass meine Sammlung für mich ist und dass sie genügend Playmobil haben, um ihre Wettkämpfe oder Spiele auszutragen. Wie viel Playmobil er besitzt und was das Ganze wert ist, kann Frank Puritscher gar nicht mehr genau sagen. Einiges hat er übers Internet auch aus Übersee ersteigert. Seine Schätze landen dann beim Zoll in Heidelberg. Und dann gibt's Ärger. Schließlich geht es ihm ja gerade darum, dass die Originalverpackung heil bleibt. Und dann möchten die vom Zoll, von mir, dass ich diese Folie von der Playmobil-Packung aufschneide. Aber dann ist ja mein Sammlerobjekt eigentlich zerstört. Und das muss ich denen erklären, dass da Playmobil drin ist und im Notfall müssen sie es röntgen. Es müssen aber nicht immer komplette Sets sein. Hauptsache Playmobil. Auch das hier ist ein ganz besonderer Schatz. Porzellan-Playmobil aus Frankreich. Man backt die in den Kuchenteig mit rein und dann wird der Kuchen aufgeschnitten und die Kinder freuen sich dann beim Kuchenessen, wenn sie dann diese Figuren als Überraschung mit drin haben. Seine Sammelleidenschaft hat mit seiner Kindheit zu tun und mit seinem kleinen Bruder, mit Hasenscharte. Da die kleinen Kinder ja alles in den Mund stecken, war praktisch für uns Geschwister Playmobil tabu. Ich habe Playmobil gespielt bei Freunden, aber nie selbst besessen. Und dann habe ich mir, als ich erwachsen war und Geld verdient habe, mein Kindheitstraum praktisch damit erfüllt. Sein Kindheitstrauma arbeitet er immer noch ab. Das heißt, immer mehr Playmobil. Das kann ich selbst bestätigen, dass ich was an der Klatsche habe. Nein, aber im Positiven. Auch positiv, sogar wir haben ein Plätzchen in seiner Playmobil-Welt.